Okay, ihr habt jetzt die richtige Ausrüstung, ihr wisst, wie man sich richtig kleidet und was in den Rucksack gehört. Im besten Fall habt ihr euch informiert, wo eure Route lang gehen soll. Jetzt geht's darum, wie funktioniert es eigentlich mit dem Skitourengehen, und das zeige ich euch in diesem Video. So, wie stellen wir jetzt die Bindung ein? Wie geht das mit den Fellen? Wie muss der Boot eingestellt sein? Wie ist die richtige Schritttechnik bergauf? Das gehen wir jetzt alles der Reihe nach durch. Los geht's mit den Fellen. Ihr habt da ein paar Felle. Die zieht ihr erstmal auseinander. Braucht ein bisschen Schmackes. Zack, je nachdem wie neu die noch sind, bei einem ganz neuen Fell, die kleben noch richtig gut. Dann bei diesen Fellen fangt ihr hinten an. An der Hinterseite wird zuerst eingehakt. Zack. So, langsam entlang streifen und alle so 30 cm mal fest streichen, Ski umdrehen. Zack, und dann müsst ihr hier oben drüber, mit den Handschuhen gar nicht so leicht, dass der Böppel da hier fest sitzt. Und dann noch einmal das Fell in Fellrichtung glatt streichen, dass das richtig fest dran ist. Idealerweise zieht ihr die Fell vielleicht sogar schon zu Hause an. Wenn es ganz kalt ist, dann kleben die Felle gar nicht mehr so gut. Also vielleicht habt ihr schon zu Hause aufgefällt. Heute früh hat es minus 20 Grad gehabt. Da kann schon sein, dass der Kleber so ein bisschen fest wird. Dann kleben die gar nicht mehr so gut. Also vielleicht schon zu Hause auffällen. Wenn ihr zu Hause auffällt, dann seid ihr den anderen auch schon immer einen Schritt voraus. Das ist immer so bei uns. Wer schon aufgefällt hat, der geht schon los, bevor die anderen nach hinten warten. So, nächster Schritt, die Bindung. Die ist jetzt hier noch in Abfahrtsmode. Im Uhrzeigersinn kann man den Hinterbacken drehen und auf Aufstiegsposition gehen. So sieht es aus. Wenn es steil wird, habt ihr hier bei dieser Bindungsvariante eine Steighilfe, die man dann auch benutzen kann. Bei anderen Bindungen gibt es vielleicht sogar zwei oder drei Steighilfenstufen. Aber diese hier tatsächlich immer nur benutzen, wenn es steiler ist, sonst geht ihr wie auf Stöckelschuhen. Der Schuh. So, der Schuh. Den Schuh muss man nicht komplett zumachen, sondern einfach hier ganz easy die vorderste Schnalle. Und ganz wichtig, hier im Aufstiegsmode bleiben. Also diese Schnalle hier bleibt offen, dass ihr hier einen schönen Bewegungsspielraum habt. So passt es auch schon. Hose drüber und auf keinen Fall verschließen. Wenn ihr hier einsteigt, von hinten ungefähr im 30-Grad-Winkel mit dem Schuh in die Zapfen, zack, dann gehen die Inserts in den Schuh und ihr seid schon in der Bindung. Ganz wichtig beim Aufstieg noch die Verriegelung nach oben ziehen, damit es euch nicht aus der Bindung zieht und ihr nicht verrutscht, wenn irgendwie mal was ist. Hinten seid ihr jetzt nicht fixiert, sondern könnt euch wie beim normalen Gehen frei bewegen. Am leichtesten Ski parallel stellen, mit den Stöcken ein bisschen abstützen und dann hier von hinten, zack, 30 Grad. Dann geht das ganz easy. Und Verriegelung. Am besten, ihr geht von unten durch die Schlaufen und greift dann hier einmal schön euren Stock. Ihr müsst auch nicht zwingend in die Schlaufen gehen, aber ich mache das ganz gerne, weil man einfach einen besseren Abdruck hat. Und wenn ich jetzt hier gehe, habe ich einfach hier immer schon mehr Druck. Und ja, wenn ich mal kurz loslasse, habe ich den Stock nicht sofort verloren. Aber manche gehen auch nicht in die Schlaufen. Es gibt auch ganz viele Stöcke, die haben eine verlängerte Griffzone, dass hier, wenn es steiler wird oder wenn mal ganz viel Schnee ist und die eine Seite der Hang ist so steil, dann greift ihr hier weiter unten und hier greift ihr trotzdem nicht so verständlich wahrscheinlich. Kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht so gut vorstellen. Stellt euch vor, hier wäre jetzt ein steiler Hang, dann greift ihr hier einfach weiter unten und der Stock ist hier schon im Hang und es macht nicht immer Sinn, in den Schlaufen zu sein. Aber jetzt hier für unseren Berg, das ist ganz entspannt, da gehen wir am besten in die Schlaufen, da haben wir einen besseren Abdruck. Kann's losgehen! Okay, gleich geht's los, aber bevor es losgeht, muss ich kurz hier noch mich aufwärmen. Es ist echt saukalt heute und mir frieren immer die Finger so ein. Und der Armkreisler bringt das ganze Blut
wieder in die Arme, da geht's wieder, in die Hände. So, legen wir los, oder? Also normalerweise geht man da, wo schon eine Spur ist, weil das Kraftschon ist und macht keine neue Spur. Am besten, ihr geht immer da, wo schon eine Spur ist, weil das kraftsparender ist. Und beginnt dann einfach mal langsam, Step für Step, euren Aufstieg. Wichtig ist, ihr zieht das Bein eher. Also auf keinen Fall hier den Ski heben, das ist No-Go. Nicht zu weit den Fuß heben, sondern einfach nur eine Gleitbewegung, weil ihr einfach eine riesen Kraftersparnis habt. Gut ist auch, wenn ihr nicht ganz kleine Schritte macht, sondern ruhig ein bisschen größeren Schritt. Und wenn ihr so versucht, in den gleichmäßigen Rhythmus zu kommen. Was macht der Kameramann? Die Arme, die schwingen einfach ganz natürlich in der Bewegung mit. Macht nicht zu schnell, nicht zu langsam und versucht echt einen gleichmäßigen Rhythmus zu finden. Fehler ist immer, wenn man ganz schnell losprätscht und dann gleich keine Power mehr hat. Also versucht ganz easy euer Tempo zu finden. Die Arme können richtig schön mitdrücken. Wenn das Gelände ein bisschen steiler wird, dann merkt ihr wahrscheinlich gleich, dass ihr einen richtigen Druck auf die Wade bekommt. Dann wird es höchste Zeit für die Steighilfen. Das kann man im Stehen mit dem Stock erledigen. Ja klar, geht super easy. Normalerweise kann man ganz easy die Steighilfen mit dem Stock verstellen. Bei mir klappt es hier heute mit der Kombi nicht so gut. Am besten kann man am Ski mal was verstellen. Wenn ihr den Ski, wo ihr arbeiten wollt, nach vorne nimmt, zack, könnt ihr hier gut verstellen. Steighilfen rein, dann merkt ihr gleich, der Druck auf die Wade wird weniger und ihr könnt wieder angenehm gehen. Wenn es steiler wird, dann erhöht sich nicht nur der Druck auf die Wade, sondern viele haben dann das Problem, dass sie mit dem Ski wegrutschen. Und warum passiert das? Weil man zu weit nach vorne gelehnt ist. Es ist also ganz wichtig, auch ohne Steighilfen, dass ihr immer schön versucht, den Körperschwerpunkt über den Ski zu bekommen, richtig durch das ganze Bein auf den Ski Druck auf den Boden bekommt, sodass das Fell gut haften kann. Körperschwerpunkt also immer eher schön über den Ski bringen. Und wenn es wieder flacher wird, natürlich die Steighilfen wieder rausnehmen. Zack, sonst geht ihr wie aus Stöckelschuhen. Wenn man sich mal so Skitourenlinien im Hang anschaut, dann sieht man immer diese Zickzacklinien. Und das sind Spitzkehren. Die sind essentiell wichtig. Wenn das Gelände steiler ist, kommt ihr nicht drum rum, dass ihr diese Technik benutzt. Da haben viele immer so ein bisschen Respekt davor. Aber keine Angst, wenn ihr zwei, drei Sachen beachtet, dann ist es gar nicht so schwer. Legen wir los. So, als erstes ist es wichtig, dass ihr den oberen Ski, den Bergski, mindestens 90 Grad verstellt, nach oben stellt, im besten Fall sogar noch besser in die neue Richtung. Hier eigentlich, wenn es wirklich steil ist, muss man sogar noch weiter stellen. Im nächsten Step nehmt ihr die Stöcke in die neue Richtung und jetzt der wichtigste Punkt, das Gewicht auf das obere Bein bringen. Zack, ganz, ganz wichtig. Und jetzt den unteren Ski, den Talski, so eng wie möglich am Körper in die neue Richtung bringen. So, Ski in die neue Richtung, Stöcke, Gewicht aufs vordere Bein und jetzt ganz eng, hier so eng wie möglich, den Ski um den anderen Schuh drehen. Und dabei ist wichtig, dass ihr hier nicht hängen bleibt, sprich, dass ihr euren Stock echt weit genug oben platziert. Zack. Zack. So, hier haben ja viele oft das Problem, dass sich die Skispitze in den Schnee bohrt. Deswegen das Knie hier eher nach vorne bringen und ganz eng um den anderen Skischuh, dann geht das eigentlich ganz von allein.
man gleitet eigentlich immer so auf der Oberfläche, wenn man eine erste Spur geht. So, super schön war's. Ziel für heute erreicht. Also geht's in die Abfahrt. Ihr könnt die Stöcke gleich hernehmen, um aus der Bindung zu kommen. Und zwar mit der Stockspitze hier vorn. Zack. Dann kommt ihr ganz easy raus. Das gleiche beim anderen. So. Schon seid ihr draußen. Jetzt könnt ihr die Stöcke neben euch in den Boden rammen. Ganz wichtig bei den Skien, wenn ihr jetzt dann die Felle abmacht und ihr keinen Stopper habt, legt ihr auf keinen Fall mit dem Belag nach unten auf den Schnee, weil sonst ist der Ski gleich weg. Wichtig ist immer den Stopper rein, also die Bindung gleich in Abfahrtsmode stellen, dann ist bei den meisten Skien der Stopper drin. Oder hier fix in den Bogenrahmen oder auf der Bindungsseite auf den Boden legen. Zuerst zieht ihr aber bitte die Felle ab. Hier einmal kräftig anziehen. Ja. Ihr könnt dann auch das erste Stück schon mal einrollen. So oder le. Immer aufeinander kleben und dann bequem das zweite Ende. Jetzt den Ski auf die Bindungsseite legen, dass er euch nicht abhaut. Und hier das zweite zusammen. Die Felle trage ich vor allem an kalten Tagen immer direkt am Körper. Ich tue die mir hier oben rein, weil die einfach nicht mehr so gut kleben. Und wenn ihr vielleicht noch einen zweiten Aufstieg habt und die hinten im Rucksack habt, habt ihr vielleicht ein Problem mit der Haftung des Klebers. Also, um sie warm zu halten, Tipp, direkt am Körper einpacken. Wenn ihr eine längere Pause macht und die Sonne so schön scheint wie heute, dann könnt ihr die Ski hier auch in den Boden rammen, die Fell zusammenkleben und so, mit der Schlaufe hier oben einhängen, um sie ein bisschen in der Sonne zu trocknen. Das wäre die andere Variante, wenn ihr oben am Gipfel ein bisschen länger bleibt. Ich gehe jetzt direkt in die Abfahrt, also nehme ich das Fell hier vorne bei mir rein und ziehe mir noch eine warme Isolationsjacke drüber, dann bleiben die schön warm. Wenn ihr ganz cool sein wollt, dann zieht ihr die Ski nicht mal ab zum Umfällen, sondern nehmt einfach einen zurück, zack, und zieht das Fell einfach einmal ab. Nicht vergessen, Bindung umstellen und gleich in Abfahrtsmode. Und jetzt rutscht ich natürlich nach hinten weg. Jetzt muss ich mich nämlich anders hinstellen. Nach hinten und zack. Zack. Und drin seid ihr. Nicht vergessen, Skischuhe auch in Abfahrtsmode stellen. Und dafür müsst ihr einfach hier schauen, bis ihr hier eingehakt seid und sich Schaft und Schale verbinden, dann seid ihr fixiert. Hier vielleicht noch mal enger schnallen. So. Für die Abfahrt ziehe ich mir heute echt noch eine Jacke an. Dann glaube ich, macht es heute richtig Spaß. So. Ich hau mich jetzt in die Abfahrt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet was für euch mitnehmen. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like da oder abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Los geht's, Helm auf und ab. Juhu! Ihr habt jetzt die richtige. Noch einmal. Einmal noch. Mit dem Stock geht das wahrscheinlich gar nicht. Jetzt stelle ich mich voll an. Ich schaff's nicht. Stopp! Das funktioniert so nicht.